hallo, willkommen zurück bei Luigi's Mansion. Wieder zurück, genau ein Jahr wieder in Spookorama. Außerdem, hallo, das ist Spookorama. Hey! Hey, gruselig, gruselig. Oh, hier kommt ein Blitz. Wow. Wow, das ist echt krass. Und wir können endlich unseren inneren Angsthasen überwinden. Ja. Und wieder reinsteigen in die gruseligsten Spiele, die diese Welt zu bieten hat. Okay, ich muss hier noch an die Steuerung gewinnen. Und dieses Mal wissen wir circa, wohin es weitergeht. Also, Anthony, du kennst dich ja aus. Du hast den Playthrough angeguckt. Ja. Wohin geht's als nächstes hin? Gute Frage. Okay, wohin geht's? Also, dafür hast da, du einen Schlüssel. Da, wo der Schlüssel steht, ne? Das wäre ganz logisch, ja. Also, wir haben das... Aber ich bin voll out of the loop. Ja, genau. Ich habe das auch ewig nicht mehr gespielt. Also, mal sehen, ob wir uns wieder zurechtfinden wollten. Eigentlich habe ich mir gesagt, hey, weißt du, nachdem wir die letzte Session aufnehmen, spiele ich es nochmal durch, damit wir wieder genau wissen, was man machen muss. Und dann habe ich sofort aufgegeben, weil es zu gruselig war. Ach, zu gruselig. Ja, ich habe einfach aufgehört. Und du hast es doch schon mal gespielt. Ja, habe ich. Durchgespielt sogar. Ja, ja, aber man kann nie wissen. Vielleicht sind da noch mehr gruselige Jumpscaries drin. Oh mein Gott, wo sind wir? Oh, hier ist kalt. Siehst du, das sieht man an dem Atem. Ja, das ja, ist genau. Die Next-Gen-Grafik, Alter. Das ist die Wow-Schwäche. Oh mein Gott, Hilfe! Ich liebe die Geister-Designs in diesem ganzen Spiel. Das ist alles genial von Anfang bis Ende. Waschmaschine. Nice! Oh. Die als ob das jetzt funktioniert hat, dass ich da einfach geklopft habe. Ja, das ist halt die Mission gerade. Die ach, Waschmaschine krass, hat Mario wie gegessen. Wie cool das gerade war. Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch gemacht. Erwisch ihn dir! Erwisch dir, Greifo! Immer in die andere Richtung, wo sie flüchten. Nö, ich hab's gerade richtig gut gemacht, sonst hätte ich ihn nicht gefangen. Wow, wow, wow! Aber da ist ja noch einer. Ja, das sind zwei. Ah! Das ist drei, das ist noch richtig weak Geister, Anthony, das glaubst du nicht. Oh, geil. Oh, das ist ekelhaft. Ey, ich scheiße auf die Boos, ne? Ja, ja, schon, natürlich. Ja! Die sind so nervig. Kleine weißen Wichser. Oh, Lu! Och, nö. Anthony, wo bist du? Ich hör Fledermaus. Ich bin in der Dienerstube. Du hast ja jetzt bestimmte Fähigkeiten. Zum, ja genau, kannst dich erinnern, was für Fähigkeiten du noch hast. Genau. Und jetzt, was kannst du hier machen? Weißt du, was ihr machen könnt? Paper Towels anziehen. Nein. Ah, geh mal nach draußen und such nach dem Diener. Vielleicht ist die Dienerstube ein Hinweis dafür, dass du den Diener finden musst. Das ist halt früher so. Traurig. Ah, getrollt, Bro. Ich wurde gerade einfach getrollt. Ja, das hat echt... Nee, der, weißt du noch, wo der Diener rumläuft? Im Flur läuft er doch. Ach so. Ich denke, der hat Kerzen dabei bei sich. Die du anzünden kannst. Ja. Oh ja. Ach, selbst die schöne Melodie bringt mich nie weiter. Was muss ich nur tun, um hier zu gewinnen? Natürlich Leidenschaft. Darum geht es. Ich zeige ihr mein brennendes Verlangen, das ich empfinde, meine Leidenschaft. Ach, das ist so cool. Ah, so viel Wortspiele. Welch Wohltat. Feuer, Feuer. Und jetzt verziehe ich mich. Und rate jetzt, wohin er geht. Er rennt, Anthony. Oh mein Gott, wie gruselig. Oder? Der läuft auch in 15 Frames. Ja, nichts ist gruseliger als eine niedrige Framerate. Renn. Renn ihm hinterher! Dass sie zeigen sollen, was ich jetzt machen soll, weil ich in der Dienerstube bin. Ja, hätten wir das Spiel ein bisschen früher gespielt, wäre uns das wahrscheinlich wieder eingefallen. Ja, schau einfach mal ganz normal, wohin er geht. Ah, ich denke, du musst vor ihm in die Dienerstube rein. Also, das kann sein. Denn ich denke, er respawnt jetzt wieder. Ja, in die Dienerstube. Und jetzt denke ich, kannst du ihn fangen. Oder was macht er jetzt? Alter, ist das... Das ist echt gruselig. Die lodernden Flammen der brennenden Leidenschaft. Oder Moment, wie ist das, die brennenden Flammen der lodernden Leidenschaft? Okay, ich denke, jetzt kannst du ihn... Einfach? Ja. Oh, einfach ich denke, während er in dieser Animation ist. Kek, 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 kek. Ja, genau. Los, Anthony. Du hast ihn, du hast ihn. Ja! Butler, Butler. Ich hol ihn mir. Butler, Butler. Das ist echt extrem. Diener, wohl, er kleiner Wiener. Okay, schön, du hast ihn. Sag mal, die Kugeln, die sind extrem viel wert. Ja, wie denn? Jetzt läuft der Butler da aber nicht mehr rum, oder? Ja, der ist jetzt in deinem Sack drin. Echt, die Handtücher holen. Oh, hey, nice. Das Spiel wurde ein bisschen gerusht, habe ich irgendwie das Gefühl. Weil es war ja das erste Gamecube-Spiel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine Herausforderung war, irgendwie dazwischen zu bleiben, was die Gamecube handeln kann und dass es nicht vollkommen verbuggt ist. Aber ich finde, dafür sieht es richtig gut aus. Ja, schon. Also wenn man es direkt vergleicht mit Mario 64 zum Beispiel, was das erste Starttitel für die N64 war. Könnte das der Grund sein, warum das Spiel so in so einem kleinen Feld ist, dass man gerade genau so viel Detail in so ein kleines Gebiet stecken konnte? Es könnte sein, dass so eine offene, große Welt wie bei Mario 64 zum Beispiel nicht möglich war, einfach schlicht und ergreifend. Oh, war das Foreshadowing wegen Melodie? Ja, tatsächlich. Hey, nice. Ah ja, stimmt, ist voll episch. Ich kenne das Lied, das ist doch der Film von Sonic. Ich hasse dich. Schau mal, das ist Wii Music. Bloß, das hört sich gut an. Ach, kommt da jetzt ein... Ja, genau. Ist das Rätsel? Ja, natürlich. Ja, weniger ein Rätsel, sondern eher eine lustige Tanz. Pause. Ja, Luigi, bist richtig in der Stimmung. Mich hat es immer voll enttäuscht. Immer wenn ich Taschenlampen verwendet habe als ein kleines Kind, habe ich echt gedacht, das ist so ein fetter, gelber Kegel, den du dann hast.
Also das waren immer nur ein kleiner, runder, schwuler Kreis auf dem Boden. Ja, ohne Scheiß. Aber guck mal, wie sehr durch die Wand glitscht, hätte man das nicht irgendwie aufhalten können? Nee. Das blicke ich gerade nicht. Wie gesagt, das ist ein Einzelobjekt, das muss echt durch alles durchkommen, damit so eine, wie heißt es nochmal? Ja, aber das geht ja direkt durch die Wand, das hat, wenn man das nicht irgendwie beheben kann. Boah, es ist echt episch. Vergiss nicht, deinen Ghost Scanner zu verwenden, Luigi. Da ist sie. Oh, süß. Ja, sie hat Spaß, aber sie wird dich trotzdem töten. Oh Mann. Verstehst du? Scheint mir sehr musikalisch zu sein. Magst du mir meine Klavier... Klar. Achso, Klaviersonate. Ja, woher soll ich dich das wissen? Das Lied kenne ich auch. Ist doch der Soundtrack von The Incredibles 2. Oh, es tut mir so leid. Sag mal, was denkst du, woran der Komponist dieses Stückes wohl gedacht hat, als er es geschrieben hat? Cody Kojima. Hm. Wasser, Himmel, keine Ahnung. Das war doch das Unterwasserlied. Ja, natürlich. Wasser! Ganz genau, du hast recht. Und jetzt werde ich dich umbringen. Pass auf. Ist voll gruselig, voll gruselig. Notenblätter. Kann ich die einsammeln? Und das ist voll lustig, denn jetzt spielt sie böse Musik. Ich hab den vertraut. Hey, what the fuck? Ich dachte, wir sind Music Buddies. Wir starten Band zusammen. Gab's schon ein Mario Musical? Warum? Ist ja voll überraschend. Warum sollte es geben? Es wäre wie das Pokémon Musical. Ja, aber es wäre lustig. Dann könnte man sagen, hey, ich bin Mario. Der Klempner. Und ich bin Luigi. Auch ein Klempner. Prinzessin. Kein Klempner. Peach. Achso. Das ganze Musical basiert nur darauf zu sagen, wer der Hauptcharaktere Klempner sind und wer nicht. Und alle sind so gespannt auf ihren Sitzen. Einfach, ja. Das ist echt gruselig, oder? Ich liebe es. Das ist echt ein schlimmes Bild. Nee, nur ein Ghostball. So eine nutzlose Scheiße. Den nehme ich jetzt durchs ganze Spiel mit. Das geht leider nicht, ich muss dich enttäuschen. Warum? Weißt du noch, als alle gesagt haben, Luigi's Mansion Map für Odyssey confirmed. Was? Wovon redest du? Das gab's mal. Dass Leute echt gedacht haben, dass eine Luigi's Mansion Map kommt für Odyssey. So ein scheiß Leak. Und alle haben gedacht, oh toll. Und dann doch nicht. Dann wer hätte das gedacht, dass man in so einem kleinen Haus nicht wirklich viel machen kann. Ja, da ist er. Der ist so ekelhaft. Kann ich nicht flashen? Also. Nee, das ist ein neues Rätsel. Also hier werden die Geister ein bisschen komplizierter. Kann ich sein Essen wegmachen? Nee, leider nicht. Die Kasse, ne? Das ist eine gute Idee. Wow, das ist der Anthony von Crusherama. Es tut mir leid, Anthony. Aber weißt du, hier, darum geht es in Crusherama. So freundliche Sticheleien hin und her. Manchmal nenne ich dich fett. Manchmal schlägst du mir außerhalb der Aufnahmen voll aufs Maul, dass ich blute. Das ist ein lustiges Hin und Her. Na, oh, das ist aber echt ekelhaft, oder? Aber schau mal dir das sein Design an, wie geil ist das? Pass auf, du kannst nichts an seiner Mahlzeit verändern, aber was machen die Wichser da? Oh, die bringen ihn im Essen und das muss ich aufhalten. Wie kann ich die flashen? Einfach so die ganze Zeit an und aus, Mann, ne? Im Grunde schon, ja. Eigentlich ja, im Grunde lässt du sie voll rendern und dann drehst du dich zu denen hin mit dem Licht. Anthony, was ist das lecker? Hast du jemals etwas so viel gegessen, dass du kotzen musstest, weil es so lecker war? Boah, Eieromelette. Dann habe ich doch auf unser Sofa gekotzt und dann, mussten wir es aus dem Fenster schmeißen. Schöne Erinnerung. Bei mir war es Nutella. Ich habe an einem Abend mein Nutella-Brot gegessen und gesagt, das ist echt lecker. Warum esse ich es nicht nochmal? Hab mir noch eins geschmiert, in mein fettes Maul gestopft. Und dann gedacht, ey, weißt du, Nutella schmeckt schon geil. Warum mache ich mir nicht noch eins? Und das war dann so viermal. Dann habe ich es einfach aus dem Glas gegessen, weil ich bemerkt habe, dass das Brot nicht lecker war, sondern die Nutella. Und dann, bevor ich es gemerkt habe, war ich mit den Knien über der Kloschüssel und hab gekotzt. Ach, so schön. Maxi, an was erinnert dich das? Dich? Genau, in die Nintendo Switch-Präsentation. Ja. Ja, von Anfang bis Ende ist es ein bisschen unübersichtlich, aber... Ja, aus irgendeinem Grund hat sich mein Körper an dem Tag entschieden. Wow, heute wird die Nintendo Switch präsentiert. Lass mal Anthony so krank sein, dass er die ganze Zeit kotzen muss, obwohl er seit 2 Tagen nichts mehr gegessen hat. Einfach nur ganz... Zünd die Kerzen an, dann kommen die Diener. Einfach die ganze Zeit den Würgereflex aktivieren, aber ohne... Ohne das, was rauskommt. Das fand ich immer richtig verwirrend. So. Hallo. Stimmt, das dann noch mal.